Nee, ich dachte, wir sind an einer Kreuzung. Hätten noch an die andere fahren können. Du kommst ja nie durch. Doch, du kommst da durch. What the fuck? Ich bin noch nie durchgekommen. Ja, ich nutze die Crit aus. Also, Gubi, du brauchst übrigens nie unbedingt jetzt die ganze Zeit mit Schrotflinte spielen. Also du kannst ruhig deine Combat Rifle weiter leveln. Unscope! Könnt ihr ja einfach nicht die ganzen Viecher überfahren lassen, das wäre viel. Die Schrotflinte Spaß macht wesentlich, aber halt für später, weil dann hast du halt kein so ein hohes Level in deiner Hauptwaffe. Das ist blöd doof. So, ich fahre ja trotzdem mal mit dem Auto weiter, ne, weil... Wir hätten auch hier oben durchgekonnt, also... Ja, du kommst eh nicht mehr so weit mit dem Auto, von daher ist es Banane. Benni, man hätte auch hier an der Seite durchgekonnt, ne, also... Ja. Ich will da nichts sagen. Aber hier kommst du eh nicht weiter, hier stehen jetzt Poller im Weg. Ja, jetzt. Hier parkt man auch mit dem Auto. Wie gesagt, wie im realen Leben, ich fahr so weit, bis ich parken kann. Das ist mir alles zu weit weg. Ich hab ihn getroffen, 480 Schaden habe ich hinten den Typen gerade gemacht. Schon kaputt. Das kann sich so echt schwierig machen. Aber schön, wie das streut dort hinten, das ist echt fein. Siehst du richtig, wie alles drumrum fliegt. Und nicht so wirklich trifft. Los auf den Kopf. Wenn er sich nicht so viel bewegen würde! Ja, Gegner bewegen sich nur mal, ne? Mal schon mal irgendwie. So verätzt. Halt dein Bloodwing ein. Stimmt, da war noch was. Aua, aua. Oh oh. Sorry. Muss mal eben schnell mich verstecken. Ich hab schon da hinten getroffen. Da kommt ein knallharter übrigens gleich um die Ecke. Knallharter Schläger kommt da hinten. Mann, hat der eine Streuung. Wow. Da sind oben noch Geschütze drauf. Die haben mich gerade attackiert. Ach, den dort vorne meinst du? Nee, ich meine da weiter hinten. Alter, ich bin schon wieder so gut wie im Arsch. Ich bin ja gerade in Transfusion gewogen. Mach ich doch gerade. Da hinten kommt noch was, ey, was soll denn die Kacke? Ich verarsche mich, komm ich. Steht der hinter mir die ganze Zeit? Mist viel. Doch so weit vorne. Ja, er ist tot, der knallharte Schläger. Ich habe ihn von hinten mit einer Streuung von was weiß ich zu was weiß ich getötet. Wieder einer tot. Wow, das Geschütz macht mir wüsten Damage. Ja. Wo ist denn das Geschütz? Oben auf der Tankstelle drauf steht ein Geschütz. Ah, cool. Ich sehe es. Das ist übelst schwierig, das Ding auszuschalten. Wow. Au. Der Schießen auf den gerade nicht gezielt wird. Tut ihr mal kurz Feuer auf den Ding, da kann ich den von der Seite her wegschießen. Ich hab kein Leben mehr, ich kann nichts mit Feuer auf mich lenken machen. Ich hab auch nur noch 100. No? Genau, da war ich auch gerade. 100 Leben. Könnt ihr noch mal kurz? Ah, sonst bin ich jetzt gleich dran und der hat... Ja, jetzt ist er tot. Aber das ist noch ein zweites auf der anderen Seite. Also an der anderen Ecke. Ja, wir werden jetzt erstmal Muni aufsammeln und uns halbwegs hier... an den schönen Sachen erfreuen. Übrigens, wenn du nah genug dran stehst, kannst du nicht mehr auf dich zielen, nur so nebenbei. Ja. Im Dunkeln des Leuchtturms. Im Dunkeln des Leuchtturms? Alter, du und deine philosophischen Texte immer. Nee, im Dunkeln des Leuchtturms. Am Leuchtturm ist es am dunkelsten, so. Ja, das kommt vielleicht eher hin. Diesen kleinen Exkurs. Geht doch. Das müssen wir den ganzen Scheiße finden. Aber danke, dass du an meinen literarischen Sätzen so interessiert bist. Kann mich nicht dagegen wehren. Ja, Mist, hier kann man hier hoch und ich sehe gerade, ihr habt einen Shop gefunden. Ja, der ist auch schon eine ganze Weile hier. Der war auch vorher schon hier, bevor wir hier waren. Combat Rifle 40, brauchst du wahrscheinlich nie. Und Combat Rifle 75, 87% Genauigkeit, 3,3 Schussgeschwindigkeit. 6 Schuss im Magazin. Ole.
brauchst du wahrscheinlich auch nie, oder? Was? Wie viel? 6 Schuss im Magazin und 75 Schaden irgendwie. Nee. Jetzt hat's mir gerade fast mein Ohr weggefetzt. Wieso? Bei dem was? Weil es immer so laut war. Dann mach ein Kopie leiser, also ehrlich. Oh, hier gibt's wieder schöne braune Schokodusche. Kubi, ich komm gleich mal vorbei mit dem Chloroform. Du sollst Kubi leise machen und nicht ohnmächtig. Du hast Ideen, ne? Wir brauchen irgendwie noch ein bisschen was. Da liegt ja, wenn noch er was. Schon so nah, wenn er schon so nah ist, dann kann man das ja wenigstens nutzen. Naja, muss mal vorbeigehen. Vor allem mit Chloroform, wo hast du mal eben schnell Chloroform her? Ich kann nur einfach Korn nehmen, das bringt's auf die Schnelle. Ich glaube, Korn wirkt nicht ganz so heftig wie Chloroform. Nee, nicht ganz so heftig. Sag mal, aber die Masse macht. Ah, ich regeneriere Munition, alles klar. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich keine Munition mehr aufnehmen muss. Ein leichtes Medikit. Plus 10. Ja. Hier ist Haufen Muni noch. Plus 10 Team regeneriert Munition, ohne Scheiß. Ja. Ah, ich merk's. So wie ich sie bei meiner Pistole verschieße, so tauchen sie in meinem Rucksack wieder auf. Ist total super. Also ich kann nicht so schnell schießen, wie ich Munition regeneriere. Aber wir brauchen wohl noch einen verrosteten Motor her. Wo ist denn der? Der muss ja auch noch irgendwo rumliegen. Das ist ja geil, also wenn ich jetzt eine Granate schmeiße, kriege ich die genau. Und vor allen Dingen für den Raketen. Nee, Granaten nicht, das ist bloß bei normaler Munition, glaube ich. Klubst. So, wollen wir Schnitzeljagd und so weiter noch klein mitmachen? Ne, Schnitzelnackt. Schnitzeljagd noch klein mitmachen. Benny nackt, Schnitzel. Ja. Meine Schnitzel schon. Also ich esse die eher lieber. Wo müssen wir denn da hin? Müssen wir ja nochmal dort weiter runter. Oh. Fuck it. Da drüben gibt's Autos, da ist ein Reifen. Ich will ein rosa Auto, ich will ein rosa Auto, ich will ein rosa Auto, ich will ein rosa Auto. Wäre ganz nett, wenn eh nochmal warten würde. Wäre ganz nett, wenn du dich beeilen würdest. Ja, Kubi will mein rosa Auto mit Sternchen von drauf mitfahren. Wenn du dich zu schnell drehst, kann der Turm sich nicht so schnell drehen, wie du dich drehst. Dann geht's irgendwann zurück. Ach, was soll's. Oh. Ein gelbes. Ein gelbes, kannst du auch orange machen. Teletubby. Na, da wohl gerecht. Top. Ja, das war. Okay, dann fahren wir. Ich dachte, wir machen die halt noch platt, aber dann fahren wir halt einfach nur durch. Okay. Oh, das hat sich ja voll gelohnt, das Auto. Ja, wären wir einfach durchgelaufen, wären wir schneller gewesen. Ich sehe schon einen Teil. Ich sehe schon eins. Ich sehe schon zwei noch. Ja, das zweite. Aber der steckt immer irgendwie zur falschen Seite aus, oder? Kann das sein? Der steigt dahin aus, wenn du guckst, glaube ich. Wow, knallhart der Flieger direkt vor meinem Gesicht. Ja, bevor ich meinen Raketenwerfer rausgeholt habe, sind die alle schon längst tot. Ja, also gegen Massen ist der Raketenwerfer gut. Ja, gegen Massen mit kleineren Viechern, oh. Irgendwie macht das falsch, das Sniper ganz vorne rumzulaufen, oder? Ja. LOL? Komm her! Ich sammle dabei das Geld ein. Und da hinten ist er an seinem Shop und interessiert das Ding nicht die Bohne. Noch? Ach, die ballern schon wieder, immer die gleichen. Wieder so Geld kann Glück erkaufen. Hast du irgendwie. Hab ich gerade. Eine tolle Statue gefunden. Ich hab gerade abgeschlossen, Geld kann Glück erkaufen. Wieso hab ich das gerade abgeschlossen? Kommt man da hin? Wie bist du da hochgekommen? Na, außen rum gelaufen. Willst du es jetzt machen, dann mach du das. Weil ich glaube, da gibt's oben sonst nichts großartig, oder? Gut, ja, da gibt's noch ein Teil, was man dann. Speicherdeck ab. Crate um genau 8 Raketen. Ja. Ah, ich bin zu weit gefallen. Kostet 60.000. Ja. Die hab ich mal eben. Zack. Okay, man muss doch da drüben lang. Hier gibt's eine explosive Annäherungsmine mit 74 Euro im Angebot. 74 Schaden. Scheiße. Na, du bist so ein Held. Was ist? Bug. Was denn? Jumpin' war eine Scheiße.
Jump and Run. Jump and Run ist scheiße, wo bist denn du hingeflogen? Munition brauchen wir ja echt nicht mehr aufheben. Nee. Kann man sich echt sparen. Ich find's immer lustig, dass blaue Fässer explodieren als Elektro-Explosion. Ich hab gar nichts was Soldatenklassenmod. Ach übrigens. Zu dem Foto. Berserkerklassenmod. Marco. Was ist Ding? Wir hatten Foto, also Benny hatte Foto ganz schnell gesprochen und habe ich das in Lautschrift hingeschrieben. Foto ist aber trotzdem falsch. Ja, und sächsisch ist auch falsch, aber trotzdem kann man es schreiben. Deswegen bleibt's falsch. Also ich hätte es nämlich mit Doppel-D geschrieben, so richtig falsch. Ich hab's einfach mit Doppel-T geschrieben, weil das die Lautschrift, wie gesagt, machst du nochmal das Englischen. Letzte von Rust Common West, das letzte? Aber Lautschrift sieht anders aus. Bin mir ziemlich Lautschrift wäre noch mit einer eckigen Klammer davor und dahinter und so ein Dreieck, was nach unten und oben zeigt, aber das habe ich nun mal nie in meiner Zeichenfolge auf meiner Tastatur drinne. Findest du bestimmt irgendwo, musst bloß den Zeichensatz hier runterladen. Da habe ich Bock drauf, bloß um das als Insider mal bei FW reinzustellen. Ein wehrloses Auto, ein wehrloses Auto, yay! Hä? Ein wehrloses Auto! Gibt der kleinen Dalle, ist das Auto. Ich habe jetzt irgendwie jede Menge Waffen und weiß nicht so richtig, welche ich nehme. Ich habe irgendwie hier Haufen Munition rumliegen und weiß nicht, welche ich aufnehmen soll, weil ich keine mehr aufnehmen kann. Wehrlose Autos sind toll. Wie das Ding durch die Gegend fliegt! Mit einem Nahkampfangriff. Rangehen, Nahkampfangriff machen. Da fliegt das Ding übelst durch die Kante, wenn du es blöd triffst. Und wenn ich drin sitze, kannst du es auch machen, das ist das Lustige. Ich flieg ehrlich gerade mit. Aber du verlässt das Auto dabei immer, wenn du rangehst und das durch die Gegend fliegt. Deswegen lass mal. 360 gemacht. Das 360 No-Scope war das hier. Oh Mann, ich wollte das Ding gerade drehen. Ich helf dir doch nur. Oh Mann, du ich helf dir nur beim Umdrehen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. schaffst du es irgendwann, Kopie? Nee, ich glaube nicht. Verdammt! Das hab ich mich selber gedreht. Mist! Ey, warte mal, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier! Jetzt darfst du mal fliegen! Ja, wenn's klappt. Ja, flieg, Flögelchen, flieg! Flögelchen, flieg! Oh nein, wir haben nicht getrunken! Also, Benny nicht. Dachte du auch nicht. War ich der festen Überzeugung. Du bist gerade bei mir durchs Auto durchgerutscht. Was hast denn du gemacht? Hey! Genau, und jetzt kommen die Viecher hier. Wie du mir, so ich dir. Cool, nächstes Level. Nur durch Viecher überfahren. Ja, weil ich 600, okay. Weil ich 600 Erfahrungen dir gerade gegeben habe. Top. Top. Ehrlich, eigentlich müssen wir dich jetzt sterben lassen. Einfach nur, weil wir das können. Lass mich halt sterben. Ehrlich, ich hätte dich jetzt wirklich geheilt. Warum? Ich krieg da eh wieder Muni und ich bin doch eh. Nee, Muni kriegst du nie. Ja, hier lag zumindest noch irgendwo was rum. Naja, wenn waren, nie, war nie. Wieder irgendwie. Hier liegt jede Menge noch rum. Wow! Hier war übrigens noch ein Artefakt. Das war gerade godlike. Ich hab für einen Soldaten hier noch ein Artefakt bekommen. Nein, ich will nicht in der Auto einsteigen. Bam. Hilf uns lieber, anstatt mit den Autos rumzumachen hier. Raketen sind echt lahm. Du da, du da. Raketen treffen gar nichts. Du da, du da. Hier also ist eine Combat Rifle. Und da ging es zu Boden. Oh. Das Grüne, was da irgendwo rumlag. Und da war auch noch so ein Soldaten ein Artefakt. Wie ich ja nur noch Geld oben aufploppen sehe. Combat Riffles machen Spaß. Du da, du da. Mehr Geld, mehr Geld! Das Grüne habe ich nicht entdeckt. Keine Ahnung, sehe ich auch nicht. Moment. Wollen wir hier reingehen? Hier, da drin habe ich es versteckt. Oh. Wollen wir da reingehen? Das sind ganz lustige Leute, die schießen jetzt auf uns. Egal, das ist schlecht, das verkaufe ich. Nee, komm mal raus. Die sind noch ich bin gar nicht weit. Draußen. Ich bin noch nicht mal drinnen. Ich bin gar nicht draußen. Ich bin noch nicht mal drin.
Ja, das war wieder ein typischer Felix. Jetzt hat der Bauch weh. Ich würde euch mal abholen. Oder halt nicht. Du elender Egel, ey. Bäm, Bratze über alles drüber. Moment, ich muss jetzt fahren. So, jetzt muss ich wieder in die andere Richtung. Du sollst dir ein Auto holen, wir müssen ja immer quer durch. Oh, einmal komplett durch, da vorne links. Hier liegt noch was Grünes. Oh. Das nehme ich noch mit. Da warten die Ärsche nicht immer auf das ist eine Granatenmod. Ja, aber das bringt Geld. Bringt ungefähr 1000 oder so. Ach, lass mich doch in Ruhe, ey. Hey, du hast doch dort ein Auto. Hol ja, rein, ich weiß. Recht so. Vorbei. Ach ja, jetzt müssen wir Gas geben, weil hinter uns ist ein Turm, der von uns schießt. Ist ein Turm, der und hier sind echt explosive Fässer und so, das ist total super alles. So, hier gerade drüber. Da, den Berg da hoch? Gerade, ja. Da ist oder? Schon eins. Da liegt schon ich eins. Ich guck mir noch ein bisschen Zeug an, ihr macht das schon. Ja? Wir beginnen mit dem Ende der Story. Aua! Seid ihr noch im Auto? Nee, also ich nie. Ach, hier ist meins. Gut. Ist kaputt. So gut wie. Nein. Knall auf diese Part neben uns. Das Nein hat gerade richtig schön gepasst. Da schießt ein Turm auf mich. Ja, ist normal. Und jetzt bin ich fast. Achtung, Granate! Weil ich fast gegen die Fässer gefahren wäre. Die waren nie von mir. Das ist mir schon klar, dass die Fässer nie von dir waren. Die Granate, du Pfosten! Ach man, der hätte so viel XP gegeben und du musst ihn umfahren, ist ehrlich. Sorry. Kann ich doch nicht wissen, dass den. Und dann wundern, dass wir kein Level kriegen. Da unten ist noch eins, wenn es euch beruhigt. Den könnt ihr jetzt alleine erledigen. Ich will mich verarschen? Also ehrlich, wenn ihr euch das Video anguckt, wie ich getroffen habe, immer links, immer rechts, immer oben drüber von dem Kopf. Jedes Mal. Jeder Schuss immer vorbei. So ungefähr. Wenn ihr Hilfe braucht, sagst du, ich stelle mich jetzt nur daneben. Wir müssen da hoch. Ach, unser Auto ist hin, ne? Ja, wir müssen da hoch. Ja, toll, dass du jetzt meins nimmst. Aber es können auch drei Leute mit dem Auto befördert werden. Muss bloß eh nach vorne hergeschoben werden. Statt einfach mal zu warten, bis ich in der Nähe bin und aufsteigt. Nein. Wir müssen eh bloß, ja, hier hoch. Wie wird das mit dem nicht überfahren? Können drei Leute befördert werden? Naja, einer fährt, einer hinten drauf und der andere wird vorne hergeschoben. Die Säure ist geil. Geschmackssache. Wow. Willst du überhaupt was? Ich? Momentan irgendwie nie, nee. Nee, ich mein Kubi, aber passt schon. Ich geh da weiter ein bisschen plündern. Was macht ein Berserker hier hinten? Knallharter Psychopath. Jetzt immer eine Ladung Schrot entzogen? Mein Kill. Kommt ihr auch irgendwann rein oder lasst es bleiben? Ja, wir sind doch noch draußen. Deswegen frage ich, ob ihr irgendwann reinkommt. Ja, ne, wenn wir hier draußen noch mit. Au! Au, 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 au! Bist du, da hast du schon deine Quittung. Fast tot. Ja, aber ihr nie mitkommt. Hab dich doch gerettet, bleib mal ganz ruhig. Eben. Aber gerade so, ich wär fast gestorben. Ach, hau hier rum. Mach doch gerade. Mach das schon. Hau hier rum, ja, mach doch gerade, was willst denn du von mir? Ach man, dann heul halt nie rum. Aber ich will rumheulen. Nee, und die ganzen Kisten nie. Aufmachen. Warum bin ich jetzt gerade nie gesprungen? Oh, Inventar ist voll. Hier oben ist Munition, wenn es interessiert. Wofür brauchst du bitte Munition? Stimmt. Also ich merk gerade wieder den Fehler an meinem Satz, weil ich kann ja echt nichts mehr aufnehmen. Das ist egal. Endlich so was Interessantes sind Waffen und Geld. Ja, ich hab grad alles unter 500 rausgeschmissen, inklusive Medikit. Medikit ist doch cool. Wozu brauchst du ein Medikit? Wir haben Team regenerierte Leben.
Ich werde trotzdem sehr oft sterben, hast du doch von uns gesehen. Aber das hilft der Medikit auch nichts dagegen. Doch, das kann kurzzeitig mal ganz schnell füllen. Haben wir jetzt das blöde Teil gefunden, was wir brauchen? Keine Ahnung, nee, ich glaube nie, oder? Moment mal. Ist ja auch hier in die Markierung, wir müssen noch ein Stück weiter drüber, wir sollten vielleicht mit dem Auto weiterfahren. Ne, Guppi hat mir gesagt, ich muss hier hin. Was? Ich hab na, den Berg hoch und dann halt weiter? Oder? Ja, das hast du nie gesagt. Ich will hier drüber. Lenkrad ist. Ich dachte, du weißt schon, wo eins von den nächsten ist. Ich hol mein Auto da weiter. Ich hab doch schon ein Auto. So. Ja, meins. No. Da will ich jetzt mal gucken, ob man sich da zu dritt draufsetzen kann. Na, du setzt. Ich kann dich von oben her schieben, wie gerade eben gemacht. So, jetzt versuchen wir mal. Draufsetzen geht natürlich nie. Geht nie offiziell, das Betritt an eben. Muss ja bloß Marco vor mich kriegen, dann kann ich den rumschieben. Ja, wenn Marco überhaupt will. Ich bin erstmal beschäftigt hier. Hier, geht. Hab ihn gerade rumgeschoben. Er ist jetzt übelst verwirrt und ich auch, weil sich ja alles im Kreis dreht. Oh, ich muss raus aus dem Auto, das ist gleich hin. Marco, genau. Ja, mit 93 Schaden und ja, ich habe irgendwie Sniper. Ich glaube unter 200 braucht man eigentlich nicht mehr ansagen beim Sniper. Gut. Also das könnt ihr dann haben, wenn ihr das haben wollt, ansonsten würde ich einfach dann das nehmen und so, probier mal mich zu schieben. Ja, wenn der Felix mich mal fahren lässt. Lass uns tauschen. Wohin, Benny? Du kannst ja sagen, wo lang. Genau. Einfach gerade so links schräg nach links, da dieses links hoch, da, da hoch. Oh Gott, und dann rechts rum. Rechts, glaube ich, wieder. Genau. Du musst ab und zu deine Position korrigieren, sonst war nie hier über die Brücke. Sondern geradeaus? Ja, genau, da lang. Schnell. Ja, da lang. Ne, Marco, davor. Rechts. Und dann sind wir schon fast da. Guck, fahr nach dem unten angezeigten Ziel. Da zu den Häusern müssen wir. Dann sind wir da. Oh oh, ich hätte nicht aussteigen sollen. Ja, mit dem Ding triffst du sowieso nicht. Rakanishu. Kommt in Diablo 3 übrigens auch vor, das Vieh. Rakanishu. Alter, komm her, du Drecksvieh, ey. Schlimm. Blöder Drache. Okay. Ich muss mal die Zielhilfe ausmachen, ey, das macht mich irre. Was willst du ausmachen? Die Zielhilfe! So, die hab ich immer an. Ja, aber die macht mich gerade irre mit dem komischen Rumgezappel da oben. Endlich, ey. Ach, was da alles rausfällt. Was da alles rausfällt! ...1400 Schrotflinte. Habt ihr gerade zugehört? Ja. Also. Also ich schlaf immer mit meinen Schuhen. Hey, da hinten ist ein Klo. Und nein, Benny, nicht in die Richtung, in die ich ziele, steige ich aus, sondern in die es mir den meisten Weg bereitet. Park meist immer so, dass ich am wenigsten laufen brauche und trotzdem. Ich glaube, unter 1000 nehme ich jetzt nichts mehr auf, das nervt mich. Ja, ich nehme den Dreck auf. Na, dann nimm auf. Mein Team macht auch Mist.